draußen war. Musste gerade noch ein bisschen was besprochen werden. Vor allem, ich habe einfach mal so gar keine Ahnung von dem Zaun. Überhaupt keine Ahnung, wie frisch ich das haben möchte. Ich habe einfach nur gesagt, ja, macht. Solange es keine großartigen Änderungen sind, macht. So. Hätte ich beruhigt weitermachen. Hoffe ich nur, dass sie sich dann melden, wenn sie losfahren. Wäre zumindest ganz wünschenswert. Aber sieht schon gut aus, der Zaun. Ah, ihr seid es. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich dachte, ihr kennt unseren Standpunkt. Und trotzdem seid ihr wieder hier, mit demselben fragenden Blick. Sagt also, was ihr zu sagen habt. Die Konföderation kann Jotsius Gewalttaten nicht länger ignorieren. Wir bitten euch nochmals, verbindet euch mit uns gegen die Statthalterin. Was für ein Zufall, dass die jüngsten Ereignisse eurem Anliegen so viel mehr Nachdruck verliehen haben. Oder haben wir den ganzen Schlamassel euch zu verdanken? Wir haben nichts gemacht. Tansui, lass gut sein. Sie sind nicht schuld an dem Vorfall. Das weißt du ebenso gut wie ich. Die Statthalterin macht sich einen Spaß daraus, Domana aus unseren Reihen zu entführen und auf grausame Weise zu töten. Die Entführten wurden wahrscheinlich nach Isari verschleppt. Wenn wir nichts unternehmen, wird man sie früher oder später töten. Wenn wir uns dem Dorf nähern, wird man sie sofort umbringen. Und uns dazu. Ihr seht, dass uns keine Wahl bleibt. Wir müssen die Last unserer Schuld tragen, bis wir ein Zeichen sehen. Ein Zeichen der Schwäche bei unseren Feinden oder neue Stärke in unseren Reihen. So lautet die Antwort der Konföderation. Ihr wollt eure Gefangenenfreunde einfach so im Stich lassen? Seid ihr zu feige, euer Leben für sie zu riskieren? Was ist eure Freundschaft dann überhaupt noch wert? Lass noch mal ein bisschen mehr knacken. Wir können noch etwas in die Waagschale werfen, indem wir uns die Hände schmutzig machen. Ich habe eine Idee, aber sie ist gefährlich. Vielleicht werdet ihr mich dafür am Ende noch verfluchen. Ja, werden wir. Überleben. Bist du bereit, alles zu riskieren? Oh, ja, warum ich? Ich hab doch eh keinen. Ja, ich hab eh keine Wahl. Es ist egal, was sie antworten. Wir dürfen die Gefangenen nicht der Willkür der Galear überlassen. Ich werde alles geben, um sie zu retten. Dann wollen wir den Einsatz mal erhöhen. Ihr wartet also auf ein Zeichen? Schön, wir werden euch eins liefern, das euch Mut machen wird. Ihr fürchtet euch bestimmt nicht vor den Soldaten in Isari, sondern vor der Vergeltung durch die in Doma stationierten Truppen. Diese Furcht können wir euch nehmen, denn nachdem wir die Gefangenen aus dem Dorf gerettet haben, werden wir ganz Doma befreien. Und um zu beweisen, dass wir dazu tatsächlich in der Lage sind, werden wir einen wichtigen Verbündeten der Galea erledigen, die Kojin. Die Kojin? Ihr allein? Ha, dass ich nicht lache. Keine Sorge, wir sind stärker als wir aussehen, besonders die Kriegerin des Lichts. Sie hat schon mehr als einmal das Unmögliche möglich gemacht. Seht, wozu wir imstande sind und entscheidet dann, ob ihr gemeinsam mit uns Isari befreien wollt. Einer kleinen Wette seid ihr doch bestimmt nicht abgeneigt. Was meinst du, Rasho? Da können wir kaum kneifen. Also gut, zeigt, was ihr könnt. Oh, ich will nicht. Das bedeutet nur Ärger, Schmerz und Leid.
Habe ich schon Leid erwähnt? Und Ärger? Mal ganz kurz. Ich hoffe nur, dass da nichts Wichtiges inzwischen kommt. Ich gucke einmal kurz nach der Ausrüstung. Weil ich würde gerne ein bisschen was reparieren davon. Ist das hier irgendwo? Bevor wir die Hauptquest annehmen. Hier kann ich dann auch einmal kurz alles reparieren. Dann kann ich nachher noch mal ein bisschen was wegpacken. Mit den Sachen, die ich behalten möchte. Dann ziehe ich kurz an. Weil wegen Windäderquelle. Dann würde ich einmal ganz kurz Stufenaufstieg machen. Also Stufensteigerung. Nur beten, dass wir jetzt in nichts Schlimmes reinkommen. Nie wieder so wie neulich. Das war echt nicht schön. Vielleicht etwas, was ich schon mal geheilt habe, wäre gut. Okay, das Ding habe ich noch nicht geheilt. Oh. Okay, warte mal. Vitra, Vitra, Vitaga. Genau. Lass gucken, wo das ist. Oh. Also wenn ich was verkacke, dann werde ich das wahrscheinlich richtig verkacken. In der Großes Haupt. Sehr gut. Ich habe sie dann noch nie geheilt. Das wird einfach spannend. Oh Gott, okay. Mega. Tschüss.
und übertreib's bloß nicht. Scheiße. Ja, geil. Aber komplett verkackt. Ich wollte mich einfach nur FP mehr. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das weiß ich jetzt schon. Das führt nichts. Hier werde ich als Heilerin aber komplett versagen. Das werde ich nicht hinkriegen. Das kriege ich nicht hin. Ach komm. Schwester Sender. Ich hab's doch gesagt, wie wir das. Als Heilerin werde ich das Ding aber komplett vermasseln. Oh, das ist echt schlimm. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich hin muss. Ist schlimmer. Das wird nichts. Das wird nichts. Einfach nein.
einfach. Nein. Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen üben. Wir wundern die Heiler, die das perfekt hinkriegen. Jetzt wird hier nochmal jemand sterben. Wollen wir machen, was mit dem MP? Ich kann gerade leider nicht. So. Genau das habe ich befürchtet. Jetzt wird es problematisch. Jetzt wird's. Jetzt müsste man sich einmal zerteilen können. Oh. Alter. Ich krieg das nicht geheilt. Vergiss es. Der schaltet gleich wieder. So, vergiss. Nein, Dera. Nein. Wirklich nicht. Boah. So, jetzt müsste ich eigentlich einmal nach raus, draußen, aber das funktioniert jetzt gerade nicht. Das. Könntet mal eine MP sich bitte erstmal wieder nachfüllen? Wie schafft das mehr? Ich bin komplett restlos überfordert, ich kann nicht mehr. Ab hier ankommen, ich erzähle an meine Grenzen. Dafür bin ich zu schlecht. Dafür bin ich zu schlecht. Ich habe keine MP mehr. Krieg das nicht hin. Krieg's nicht hin. Ich kotze mich gerade selber an, weil ich es einfach nicht hinkriege. Krieg's nicht auf die Reihe. So. So. Wie gesagt, das Schlimmste ist halt, ich müsste jetzt eigentlich nach draußen. Ich muss eigentlich draußen, jetzt bringt das Klären. Oh. Ich drehe komplett am Rad gerade.
glaube, ich brauche noch ein paar Tipps für den Heiler. Das ist die Fremde auf Englisch und ich verstehe kein Wort. Das Einzige, was ich eben noch geschrieben habe, ist, dass ich mich entschuldige, weil ich das zum ersten Mal mache. Das ist das Einzige, was ich zustande gekriegt habe mit meinem schlechten Englisch. So. Wenn ich hier wieder raus bin. Ich werde sie alle sterben lassen. Ich werde sie alle sterben lassen. Ich kann mir auch nur noch auf ein einziges konzentrieren zu heilen, ey. Victory. Heil zurück. Ja. Dann machst du das auf jeden Fall als Anfänger enorm. Vor allem, wie gesagt, ich versuche mich jetzt auch mega zu beeilen, weil ich echt raus muss. Weil die da jetzt am Warten sind. Die Bauarbeiter und mein Freund ist halt noch nicht da. Ich krieg das hier gerade komplett nicht auf die Reihe. Oh. Leute, die Zeit drängt. Ich hetze selten, aber hey, komm. Ich will hier einfach nur noch raus. Ich will hier einfach nur noch weg. Nervös. Also das Ding hier muss ich auf jeden Fall noch üben. Aber wie gesagt, wenn wir so ein bisschen zwischendurch warten, bis sich die RB auffüllt, dann funktioniert das auch, glaube ich. Ich bin nur froh, dass am Freitag so etwas wieder da ist. So, dass er das dann einfach managen kann. Erfahrungsstufe, geil. Okay. Oh.
sinnvoll in der Zeit. Ich hoffe, dass in der Zeit mein Freund wieder da ist. Wenn er jetzt, also wenn ich hochkomme, dass er schon da ist. Jetzt zum Ende hin. Und wird es vielleicht so langsam. Ist das jetzt das letzte, ne? Glaube ich. Gut. Das heißt, nur noch das Ding wuppen und dann... Da kann ich raus. Wie gesagt, dann eilt das aber auch wirklich. Komm schon, Junge! Komm schon. Leute. Alter, ich sitze hier auf weißen Polen, Leute. Es ist so... Na gut. Schief, was noch schief gehen kann. Ich selber darf auch nicht sterben. Also es hapert auf jeden Fall an den Dingern. Den letzten kann ich jetzt meiner. Ich habe komplett auffüllen.
schon. Ich weiß nicht, wo ich... Da muss ich hin. Ja. Oh, Scheiße, ey. Kommt alles gerade so mega ungünstig, ey. Und dann halt nur etwas durch. Haben wir es? Toll, zum Ende hin. So. Jetzt. Einmal raus, so, und dann bin ich gleich wieder da.